Begegnet dem Heiligen Geist. Das ist es, wonach wir uns in dieser besonderen, herausgenommenen Zeit von 40 Tagen wirklich ausstrecken wollen. Was unser Gebetsanliegen ist, was wir in unserem Leben neu und stärker und intensiver erleben wollen. Wir begrüßen dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder mit uns dabei bist, dass du mit auf diese Fastenreise gegangen bist. Ja. Und wie auch immer du dein Fasten gestaltest, es geht darum, dass wir uns nach dem Heiligen Geist mehr und mehr ausstrecken. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, dass der Heilige Geist auch unser Denken gestalten möchte, ja, dass er uns ausrichten möchte, dass er sogar unser Denken erfüllen möchte mit dem, was er für uns gedacht hat. In diesen Fastentagen wollen wir nämlich dem Heiligen Geist ja mehr Raum geben. Und dazu gehört, dass wir ihm erlauben, auch unsere Gedanken zu bestimmen. Allerdings. Uns aufmerksam zu machen, in welchen Gedankengebäuden wir uns befinden. Ja. Uns aufmerksam zu machen darauf, was wir gerade jetzt so in unseren Gedanken so zusammendenken. Wir wollen ihm erlauben, uns zu korrigieren, wenn wir uns in diesen falschen Gedankengebäuden bewegen und uns nicht von ihnen bestimmen zu lassen. Was geht dir gerade so durch den Kopf? Überleg mal. So sagen wir es doch. Was geht dir durch den Kopf? An was denkst du gerade? Womit bist du in deinem Denken denn beschäftigt? Welchen Gedanken gewährst du tatsächlich Zugang, dich und dein Handeln und deine Worte zu bestimmen? Was erlaubst du? Wir müssen verstehen. Wir können nicht mit Gedanken von Mangel erfüllt sein und gleichzeitig an Überfluss. Wir können nicht mit Krankheitsgedanken uns beschäftigen, uns quasi umwickeln und gleichzeitig mit Heilung. Wir können nicht beides, negativ denken und positiv denken. Entweder du bewegst dich in dem einen Feld oder in dem anderen. Beides zusammen funktioniert einfach nicht. Alles, was wir denken, beeinflusst unseren Geist, unsere Seele, yep, und unseren Körper. Das merkst du schon daran, wenn du dich nicht wohlfühlst in deinem Körper, dann bist du wahrscheinlich etwas in deiner Seele niedergedrückt und dein Geist hat Mühe damit, wirklich in diese Freude am Herrn zu kommen. Das ist ein Beispiel dafür, dass alles zusammengehört. Das, was wir erkennen hier in diesem Zusammenhang, das bezeichnet oder beschreibt diesen großen Kampf, der in unserem Denken stattfindet. Jemand hat gesagt, dass der größte Kampf in unseren Gedanken stattfindet. Ja, das Schlachtfeld der Gedanken. Genau. Aber ich habe eine gute Nachricht und die habe ich auch für mich. Du hast eine Entscheidung, in welchem Feld du dich bewegen möchtest, in welchem Feld du dich aufhältst und wie du oder dass du aus diesem negativen Feld austreten kannst. Wir müssen uns gar nicht in destruktiven, negativen Gedanken aufhalten, sie nicht in uns wohnen zu lassen. Schau mal, wir reden davon, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Wir reden davon, dass Jeshua in uns Wohnung genommen hat. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, er wohnt in uns. Er hat das Wohnrecht, weil wir es ihm erlaubt haben. Weil wir gesagt haben, ja Herr, du sollst mein Herr sein. Du sollst in mir wohnen. Wir müssen Angst und Befürchtungen kein Aufenthaltsrecht geben, dass sie uns bestimmen können, uns niederdrücken können, uns gefangen halten können, dass wir nicht mehr wagen, nach draußen zu gehen. Wir müssen den Sorgen keinen Raum geben, dass sie unseren inneren Menschen ausfüllen. Ich kenne das sehr gut aus meinem Leben.
Auch ich muss mich immer wieder zu dieser Entscheidung durchringen manchmal, diesen Dingen keinen Raum zu gewähren, sie nicht in mir wohnen zu lassen, ja, mich nicht einwickeln zu lassen in dieses Sorgenkarussell. Wir müssen nicht den Zweifel bedienen, indem wir ihn immer und immer wieder um uns herumschleichen lassen und er uns letztlich zurückhalten will von dem, was der Herr eigentlich für unser Leben geplant hat. All die negativen Gedankengebäude, das sind Strategien des Feindes, die er sich klug ausgedacht hat und die er immer wieder gegen uns verwendet, wo er uns immer wieder reinziehen will, zurückziehen will, inaktiv machen will für die Pläne Gottes, wo er uns immer wieder verwirren will, wo er uns bestimmen will, ihm mehr zu glauben, ihm, diesem Negativen, diesem Räuber, diesem Mörder, diesem, der uns immer und immer wieder attackiert. Kann man das eigentlich lernen, dass man diese Entscheidungen treffen kann, dem nicht nachzugeben, nicht dem Negativen zu folgen? Ja, wir alle müssen hier lernen. Und es geht wirklich. Wir müssen es lernen, uns zu weigern, diesen Strategien des Feindes auf den Leim zu gehen. Diesen negativen Strukturen nicht zu folgen. Uns nicht auf negative Gedanken der Befürchtung oder der Sorge oder des Zweifels einzulassen. Wir verstummen nicht vor dem Feind. Wir verstummen nicht vor seinen Worten, vor seiner ständigen Belagerung. Wir verstummen nicht. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Hier siehst du ganz deutlich in diesem Bibelvers aus Hebräer 10, Vers 39, wie diese beiden Felder sind. Wir ziehen uns nicht zurück, wir verstummen nicht zum Verderben, sondern wir entscheiden uns zu glauben zur Gewinnung des Lebens. Yes, Halleluja. Wie geschieht das? Das ist das Werk des Heiligen Geistes in uns, der uns befähigt, der uns ausrüstet, der uns aktiviert, die guten und richtigen Entscheidungen zu treffen in unseren Gedanken. Nicht unsere Worte danach auszurichten, was wir in unseren negativen Gedanken, Strukturen, Konstrukten jetzt gerade gedacht haben. Auch nicht das, was der Feind uns einflüstert. Richtig. Wir wollen nicht zu denen gehören, die das nachreden, was der Feind gerade ausgesät hat in seiner boshaften Art. Der Heilige Geist will uns immer in unseren Gedanken mit dem füllen, was gut ist, was positiv ist, was glaubensstärkend ist. Er will uns helfen, darüber nachzusinnen, was liebenswert, was authentisch, was das Beste für uns, das Schönste für uns ist. Das will er uns mitteilen, das will er uns zeigen, das will er uns erkennen lassen, das will er uns offenbaren. Das möchte er, dass wir das nehmen von ihm in unseren inwendigen Menschen. Er ist der, der uns die negativen Dinge auch erkennen lässt. Er ist der, der uns korrigiert, aber er will uns immer erfüllen mit dem Guten. Er will uns da hineinleiten. Er will unser Begleiter sein, unser Fürsprecher, unser Helfer, unser Tröster, unser Leiter, der Planer der Wunder für uns, die Stimme des Vaters in uns sein. Halleluja, ja. Und die Gedanken des Vaters zu denken. Wir empfangen sein Wort von ihm. Er richtet in uns sein Zeugnis auf und lässt uns die Pläne Gottes für unser Leben erkennen. Ein wichtiges Wort dazu ist in Philipper 4, Vers 8. Das ist uns gegeben, damit wir wissen, was ist denn eigentlich das Gute, was der Heilige Geist uns geben möchte in unsere Gedanken, in unsere Gedankengebäude, in unser Lebenshaus. Was ist das Gute? Und hier heißt es, alles, was wahr,
alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend gibt und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Ja. Das heißt, wir schauen nach diesen guten Dingen aus. Das ist quasi diese Frontscheibe, die wir wahrnehmen. Und diese negativen Dinge, die sind wirklich untergeordnet, die lassen wir hinter uns. Wir richten uns nach dem aus, was wohllautend ist. Wenn es irgendetwas Gutes gibt, dem denkt nach. Das erwägt, das zieh in Betracht, dem denke nach. Und wir wollen jetzt proklamieren, dass wir mit dem Wirken des Heiligen Geistes in unseren Gedanken, dass wir ihm mehr Raum geben. Halleluja, ja. Dass wir von ihm uns anleiten lassen, das Wort Gottes in unserem inwendigen Menschen aufzunehmen und über die Dinge, die wahr sind, die richtig sind, nachzudenken, damit wir die richtigen Gedanken denken und die richtigen Worte sagen. Unsere Worte folgen unseren Gedanken. Und dass wir die richtigen Entscheidungen treffen in unseren Vorhaben. Wir prüfen mit dem Heiligen Geist, wo wir in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes kommen müssen und erklären, dass wir jegliches Wohnrecht von negativen Gedanken des Feindes, jede Bedrückung, jede Niederlage, Scham, dieses Unwertsein und anderes, dass wir das in unserem Leben ablehnen. Wir lehnen diese Gedanken ab und entscheiden uns für das, was wohllautend ist. Wir sprechen aus, dass unsere Gedanken mit dem Guten des Heiligen Geistes mehr und mehr und mehr erfüllt werden. Das ist das, was der Heilige Geist in uns als ein tiefes Werk seiner Gnade vollbringen will. Und wir haben die Entscheidung jetzt, ihm mehr Raum zu geben dafür. Ja. Yes. Oh Herr, wir danken dir dafür, dass du durch deinen Heiligen Geist das in uns wirklich hervorbringen willst. Yes. Dass unser Denken, was Teil der Seele ist, dass unser ganzes Sein, unser ganzer Sinn komplett durchdrungen wird von dem, was du für uns hast. Herr, wir wollen wirklich uns von dir leiten lassen, dass diese Vorstellungswelt, dieses, was wir so erwarten, unser Gedächtnis und all diese Dinge wirklich geheiligt werden durch das Feuer des Heiligen Geistes. Unser Denken muss sich vor dem Vater und vor dem Sohn wirklich beugen. Wir sind so darin gefangen, selber uns irgendwas auszudenken und in den Einflüsterungen des Feindes und der Welt so hin und her zu flittern. Ja, und dann gibt es noch das Fleisch und irgendwie. Und in diesem Denken ist so viel, wie soll ich mal sagen, Potenzial zu fallen oder vom Feind verführt zu werden. Herr, wir brauchen deinen Reinigungsprozess in unserem Denken. Die Bibel sagt, erneuert euch. Yes. Erneuert euch durch euren Sinn. Erneuert euch in eurem Sinn. Denkt anders. Erfasst die Dinge anders und dazu brauchen wir deine Hilfe, Heiliger Geist. Und darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Halleluja. Und das wollen wir jetzt im Abendmahl, wie soll ich mal sagen, wie versiegeln. Wir nehmen das diesmal heute tatsächlich und sagen, Herr, wenn ich jetzt dieses Brot nehme, wenn ich jetzt hier diesen Wein oder Saft trinke, ich spreche aus, dass in meinem Leben es zu einer Erneuerung des Sinns kommt, zu einer Erneuerung des Denkens. Ich will nicht denken wie alle Welt um mich herum. Ich will mir nicht die Sorgen machen wie die Welt. Ich will nicht die gleichen Befürchtungen haben wie die Welt. Ich will nicht denken wie die Welt, weil ich gehöre nicht zur Welt. Ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zum System des Reiches Gottes. Und da gelten andere Maßstäbe. Und ich will denken, wie das Reich Gottes denkt. Ich will wirklich wie ein Kind Gottes denken. Halleluja. Und dazu wollen wir jetzt heute hier das Abendmahl in ganz besonderer Weise nehmen und uns darauf fokussieren. Oh Herr, wenn wir das jetzt nehmen, bitten wir, Heiliger Geist, hilf uns, unser Denken komplett zu verändern, unser Denken zu durchdringen mit dir. Du bist der, der uns in alle Wahrheit leitet. Du bist derjenige, der uns führt und lenkt und wirklich schützt vor den Verführungen und den Lügen der Welt und des Feindes. Herr, erneuere unser Denken, wenn wir jetzt das Brot nehmen.
Heiliger Geist, wir danken dir für die Impulse, die du in unser Denken hineingibst. Auch das, was wir jetzt besprochen haben, was wir gehört haben, ist ein Impuls, den wir von dir wahrgenommen haben. Dein Reden gehört haben. Und wir leiten diese Veränderung unseres Sinnes, unserer Gedankenwelt, unserer Entscheidungen, das Richtige zu denken, ein. Wir bewegen uns in den Raum des Heiligen Geistes, der zu uns spricht, der uns leitet in alle Wahrheit. Ja. Der uns zu dem Guten bringt. Der uns zu dieser Erfüllung mit sich selbst bringt. Dass wir auf völlig neuen Grund gestellt sind. In Jeschuas Namen. Ja. Halleluja. Yes. Halleluja. So. Und der Herr hat uns gesagt, dass wir Brot und Wein oder Saft nehmen sollen zum Abendmahl. Das hat er uns verordnet. Das Brot steht für seinen Leib, wie wir wissen, und hier, das steht für sein Blut. Sein Blut, das wir aufnehmen dürfen. Sein Blut, das für uns vergossen ist. Sein Blut, das für uns gilt. Sein Blut, das uns, wenn wir es für uns beanspruchen, zu einer neuen Kreatur macht. Halleluja. Yes. Herr, wir danken dir für die Gabe deines wunderbaren Blutes. Dem Blut ist Rettung, ist Schutz, ist alles, was wir jemals brauchen können. Durch dein vergossenes Blut, das ist die kostbarste Substanz im ganzen Universum, durch dein vergossenes Blut dürfen wir überhaupt erst mit dem Heiligen Geist in Beziehung kommen. Ohne das, was du getan hast, wäre kein Heiliger Geist für uns verfügbar. Gott gibt seinen Geist nicht in gefallene Menschen, sondern in diejenigen, die Jeschua, den Herrn und Retter, angenommen haben, die von Neuem geboren sind, denen gibt er seinen Geist. Herr, und es ist so ein Vorrecht, den Geist Gottes einfach haben zu dürfen. Und wir beten darum, dass das noch viel, viel, viel mehr Menschen in unseren Ländern wirklich erfahren, die sich danach ausstrecken, wirklich dir zu begegnen, mehr von dir zu empfangen. Wir beten für Erweckung, wir beten für Millionen von Leuten, die zu dir finden. Wir beten um eine heiße, lodernde Flut von Heiliggeistausgießungen überall in unseren Ländern. Wir beten darum, dass du dich verherrlicht wirst und dass dein Name groß gemacht wird in unserer Mitte. Wir beten darum, Herr, dass das, was wir momentan sehen, nicht das Ende vom Lied ist, dass das nicht das Level ist, weil das ist nicht das, was uns die Bibel sagt und was sie uns zeigt im Neuen Testament, sondern wir beten, dass du das, was du getan hast, in zahllosen Prophetien wirklich hier in unserer Mitte durchsetzt. Und Heiliger Geist, dazu gehört, dass unser Denken erneuert wird für uns als Kinder Gottes, damit wir wirklich in den Wegen und in der Berufung und in der Position der Identität, die du für uns hast, in guter geistlicher Autorität vorangehen können. Halleluja. Kashia Labadoya Kassambomassai. Im Blut ist das Leben. Der neue Bund in Christus bedeutet, das Leben ist in Jeschua durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat für dich und für mich. Halleluja. Wir beten, dass wir mit diesem Leben erfüllt sind. Herr, wir beten für jeden, der hier ist, dass er mit dieser Lebenskraft des Heiligen Geistes und mit dem Blut Jeschuas erfüllt ist. Wir sind erfüllte, gläubige, starke Menschen, die sich nach dem ausrichten, was wir im Wort Gottes empfangen haben. Halleluja. Wir haben Leben in uns. Im Blut ist das Leben. Christus ist das Leben in uns. Herr, wie grandios, wie bedeutsam, wie tief und wie weit und wie hoch sind diese Dinge, mit denen du uns erfüllst. Wir preisen dich und wir beten dich an. Amen und Amen. Amen. Yes. So, wunderbar. Wir starten in Tag 14, morgen früh. Dann sind schon 2 Wochen, wow. Und bis dahin, um 18 Uhr, wünschen wir dir Gottes Segen und ein super gutes Durchkommen. Yes. Gott hat mehr für dich. Yes.